Moin Moin Hallo, herzlich willkommen zurück zu Payday 2. Diesmal mit Einkaufszentrum Crasher auf Overkill. Und Adrian ist immer noch nicht da, deshalb haben wir wieder den Jay dabei. Ja. Ja. Ja, Applaus. Ne? Ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja. Ich denke mal, der Titel von dem Auftrag sagt alles. Wir sollen alles kaputt machen. Wie ist das jetzt eigentlich mit den Fenstern? Weiß jemand ganz genau, welche Fenster sind? Wir haben den Erfolg schon. Ja. Für den Erfolg muss man, Moment, folgende Fenster zerstören. Ja, irgendwer wird schon entdeckt, das ist sehr gut. Da oben sind so Fenster, einmal rundherum im ganzen Kaufhaus. Und die sollen zerstört werden. Ja, bin dafür, wir machen das Stealth jetzt. Das können wir durchaus versuchen. Können wir sogar schaffen. Ups, ich hab hier alles außerdem kaputt gemacht. Wir müssen uns nur diagonal praktisch aufstellen. Also ich habe nur drei Cops alleine. Ja, dann würde ich sagen, viel Spaß, ne? Diagonal aufstellen. Ja, ich habe hier oben auch einige. Jetzt sind wir alle oben. Ja, es sollten zwei vielleicht runtergehen. Ich gehe hinten wieder runter. Ich auch. Auch hinten runter? Natürlich. Einer sollte vorne in der Eingangshalle bleiben. Dann bleib ich sonst oben hinten. Ja, du musst diagonal zu mir aufgestellt sein und Jay muss jetzt so nach rechts gehen. Das heißt, was haben wir hier denn für Bullen? Das andere wie viel Leute, der eine ist ja eingeschüchtert, Marcel. Ja, dann. Einfach so, der kratzt sich an den Haaren. Das musst du filmen. Nee, da komm ich nicht hin. Wie viele Cops habt ihr denn oben? Zu viele. Ja, also, Stealth schaffen wir sowieso nicht. Ja, einfach bei so viel Get Down schreien, wie geht. Oh ja, ich kann ja sowieso einen hier kaputt machen. Und ich habe auch überhaupt keine Stealth-Waffen dabei, aber das interessiert mich auch nicht. Marcel, wollen wir mal anfangen? Weil die bekommen gerade, die kommen zu mir. Ja, okay. Ich down hier erstmal den Typen im Juweliersladen. Oh Gott, der hat gleich eine MP rausgeholt. Wehe, du schießt auf mich. Wehe, du schießt auf mich. Nein, er will mich. Wichser. Wow. Wichser. Das ging schnell. Ja, die haben auf mich geschossen. Jens, schnapp dir die Taschen und bring sie in den Van. Am besten kommt noch einer mit. Jens, nimm die. Leute, es kann doch sein, dass wir noch nicht entdeckt worden sind. Doch. Nein! Da! So. Wir haben schon mal extra Schmuck gesichert, das ist schon mal schön. Oh, da sind ja immer noch welche. Oh, hier ist auch noch Schmuck. Sag mal. Bin grad zu blöd zum Treffen. Marc, hast du extra Beute geskillt, oder was? Ja. Au. Aber für mehr hat's ja noch nicht gereicht. Du kannst mich da mal gerade wieder. Hast du das geschafft? Wie ich das geschafft habe, indem drei Sturmtruppen hinter mir einfach aus dem Nebengang gekommen sind. Heute hat der andere Benzinkanister. Ich will ja schon mal ein bisschen, was hier in dem Kauf war. Ja, wir sollen jetzt einfach hier alle Fensterscheiben einschlagen. Ich geh wieder oben lang und mach die Geländerteile hier. Ich habe noch niemanden gesehen, der Einkaufszentrum Crasher Stealth macht. Theoretisch wäre es irgendwie möglich. Nehmen wir einfach alle. Jeder downskillt oder so. Vielleicht geht's dann, vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Wir haben bisher einen Schaden von. Keine Ahnung wie viel. 1,5 Milliarden. Steht leider auf Tab nicht. Jens, warum ist über dir so ein Haussymbol oder was auch immer das ist? Kann mich wer anschreien? Kann, wenn, dann nur Mark machen. Mark, da unten bist du? Ja, ja. Ich rufe leider die ganze Zeit nur. Alter, what the fuck, ich bin direkt down. Geht das aus dem Aua, lauf. Lol. Also so schnell war ich noch nie down. Was haben die ist er gemacht? Weiß ich nicht. Die haben Schrotflinten. Viele Schrotflinten. Ja. Warte auf den Hubschrauber. Thanks, man. Na toll. Ich stell mal hier oben Medipack hin. Ja. Ach du Schande! Wenn ich nicht abgeschossen wäre, könnte ich dich wiederbeleben. Außer neben dir ist ein Polizist, weil dann rufe ich Get Down anstatt wiederbeleben. Nein! Ich rufe schon wieder Get Down, das gibt's doch nicht! Oh verdammt. Jay, nicht so faul auf dem Boden rumliegen hier.
kann sich ja aus und Mark, komm mit hier in den Laden rüber. Bin unterwegs, Bitches. Ich komm nicht rein. Hier ist noch ein Tresor, Jens. Kann er ja nicht sprengen. Okay, dann schließe ich mal gerade auf, warte. So. Denk mal, 40 Sekunden braucht der Chopper noch, ne? Ja. Eine Minute. Noch 25 Sekunden. Was, Zivilist getötet? Also Mark, nee. Ja, so ein Wichser, ey. Sind die meinen, die müssen Mietschild für die Polizisten spielen? Ja. Ist da nichts los? Der Typ, der da hinten ist, der sitzt da immer noch und kaut sich an den Haaren. Genau das war der Typ. Kaut sich an den Eiern? Ja, da vorne, der da auf der anderen Seite. Er schreit denn hier so, er muss glaube ich auch fast bekommen. Wow, es war nichts im Tresor drin, das ist ein geiler Tresor. Ich würde sagen, hat sich. Lol, wo kommt die denn jetzt her? Um abgeseilt. Die Abseite. Hinter euch. Dass sie einfach im Kaufhaus ein Abseil, ne? Geht gar nicht. So, wer kraut sich an den Eiern? Achso, mit diesen Benzinkanistern, die Jens gekauft hatte, geht das hier ganz. Das Ganze nochmal viel schneller. Habe immer zwei gesagt, wir haben kaputt gemacht. Kann. So, der Heli kommt rein. Alle hin. Der kommt auch immer auf dieser Position. Ja. Deshalb kann man sich eigentlich immer in die Läden nebenan stellen. Man bekommt relativ gut Geld. Naja. Für eine Zeit von 6 Minuten. Kann man natürlich auch mit ukrainischen Job machen. Naja, da ist es ja laut seit dem letzten Patch ja was schwerer geworden. Ja, man muss jetzt immer danach noch fliehen. Genau. Das haben sie definitiv mit reingepatcht. Nee, schon wieder Geld. Das nervt. Jens, du brauchst doch Geld. Man sieht's ich doch habe an. 17 Millionen. Gangster Special. Feines Holz. Ja gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dann, Leute. Ciao. Tschüss. Oh.